Ja, damit wären wir auch schon beim Thema. Sex. Nein, Sex und Gesundheit. Ja. Meine Damen und Herren, es ist bereits das fünfte Element oder das sechste Element unseres Würfels. Nein, das sechste Element, ja. Health, für unseren Lebenswürfel. Es wird gerade eingesetzt. Begrüßen Sie jetzt mit mir die Gesundheitsministerin der Republik Österreich, Pamela Rendi-Wagner. Guten Abend. Frau Ministerin, ich habe zu Beginn gleich eine knallharte Frage an Sie. Echt wahr? Was bedeutet Ihnen der Liveball und was bedeutet der Liveball im Kampf gegen HIV? Also ich persönlich, zuerst die persönliche Antwort. Sehr gerne. Ich bin fasziniert von dir. Oh nein. Nein, von dem Liveball, von der Vielfalt. Und von dem Leben, das hier gefeiert wird. Und das war es auch immer. Und als Frauenministerin, Gesundheitsministerin, habe ich natürlich vor allem zwei zentrale Anliegen. Das eine ist ein langes, gesundes Leben für alle. Und dann die Gleichstellung in allen Lebensbereichen. Auch bei der Ehe. Und wenn ihr wollt, dann ist der Liveball sowas wie ein Verbündeter in diesen zwei Anliegen für mich. Und allein die Tatsache, dass wir hier drei stehen können über HIV/AIDS, so direkt, so ehrlich, so offen sprechen können, dass ich das als Politikerin auf dieser Bühne vor so vielen Menschen tun kann, ist ein Verdienst des Liveballs. Und daher ein großes Danke an allen, an alle, die dahinter stehen und standen, um das möglich zu machen, um das Schweigen zu brechen, um dieses wichtige Thema HIV/AIDS nicht nur auf die politische Agenda der letzten Jahre zu bringen, sondern viel, viel wichtiger noch auf die gesellschaftliche Agenda zu bringen. Das bedeutet das für mich. Vielen Dank für diese großartige Antwort. Ich bekomme gerade hier etwas überreicht, Frau Doktor. Es ist ein HIV-Selbsttest. Und das ist Ihnen ein besonderes Anliegen. Welche Bedeutung haben diese HIV-Selbsttests für die Bekämpfung des HIV-Virus? Ja, das Motto des Liveballs heuer sagt alles. Recognize your danger, know your status. Es ist aus medizinischer Sicht ganz, ganz notwendig, dieses Motto zu erfüllen, weil wir haben zwar eine erfreuliche Entwicklung in Österreich, was die HIV-Neuinfektionen betrifft. Das ist leicht rückläufig in den letzten Jahren. Das ist die gute Nachricht. Aber du hast es schon gesagt, jeder Siebte in Österreich der Betroffenen, der Infizierten kennt seinen oder ihren Status nicht. Und genau das müssen wir ändern. Da ist offenbar die Hemmschwelle zum Testen zu hoch. Und genau diese HIV-Selbsttests könnten das ändern. Und da gibt es schon zwei europäische Länder, die diese Selbsttests in Apotheken abgeben. Und ich möchte genau diese Möglichkeit auch in Österreich einführen. Ich möchte HIV-Selbsttests in der nächsten Zeit hier in diesem Land möglich machen. Aber genug der Politik, so wichtig sie auch ist. Noch einmal, recognize your danger, schützt euch selbst, schützt andere und feiert verdammt nochmal das Leben. Pamela Rendi-Wagner, vielen, vielen Dank und genießen Sie die Nacht. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns sind, dass Sie zu uns gesprochen haben. Und diese HIV-Selbsttests sind ganz einfach. Ein kleiner Stich in den Finger, ein paar Blutstropfen auf einen Teststreifen und einige Minuten später hat man dann sein Ergebnis. Das ist so eine tolle Frau. Wahnsinn. Das ist so eine tolle Frau. Wissen Sie was? Und testen lassen kann man sich jetzt schon wirklich fast überall. Nicht mehr nur in Laboratorien, nein, auch bei ganz, ganz vielen Ärzten. Und ich möchte Sie nochmal auf diese fantastische App hinweisen, die Ihnen genau das leichter macht. Wo sie sich testen lassen können und was sie das wieder tun sollten. Ganz genau. Richtig.